Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty in einer frischen neuen Folge. Wir residieren hier gerade gemütlich in unserer neuen Heimat, in unserem, noch nicht ganz fertigen neuen Häuschen. Wir müssen jetzt vor allem erstmal ein wenig Stroh ranholen. Denn das habe ich vergessen auf dem Weg hierher. Gut, wir waren auch sehr überladen, das muss man fairerweise sagen. Wir waren sehr, sehr überladen und von dem her war es dann doch so oder so ein bisschen schwierig, da was mitzunehmen. Aber das machen wir jetzt. Muss mal gucken, gibt es eigentlich neue Spots, wo man Stroh bekommen kann? Ach, guck mal, steht sogar recht oben Stroh. Schön. Gibt es da mittlerweile neue Spots? Da drüben, glaube ich, oder? Das sieht sehr strohig aus. Schauen wir mal. Hier ist eigentlich auch mega schön. So schön am See. Das wäre eigentlich auch eine mega geile Location zum Bauen. So, kriegen wir hier Stroh? Ja, wunderbar. Das gute Ried, das nehmen wir gleich mal mit. Boah, mega viel vor allem hier. Konnte man das nicht skillen? Mir war so. So. 32 brauchen wir. Ich nehme ein bisschen mehr mit, ne? Ich nehme gleich mal ein bisschen, mehr mit. Gebäude. Das Gebäudemenü kann über das Baumenü aufgerufen werden. Wähle das Gebäude aus, das du errichten möchtest und suche einen geeigneten Platz dafür. Gebäude können nicht zu nah an anderen Dörfern gebaut werden. Außerdem muss der Untergrund verhältnismäßig eben sein. Einen Moment. Hab gerade eben noch einen Schluck Cola getrunken. Das ist eigentlich nicht so schlau beim Aufnehmen, aber naja. Um das Gebäude nach dem Platzieren fertig zu bauen, brauchst du einen Hammer. Beim Bau von Häusern kannst du das Material auswählen, das du für jedes Wand- und Dachmodul verwenden möchtest. Diese Auswahlmöglichkeit ist nur sichtbar, wenn du den Hammer in der Hand hältst. Ja, das wissen wir im Prinzip alles schon. Kann man dieses Tutorial eigentlich ausschalten? Also nur interessenhalber, ich würde es trotzdem anlassen, weil da sicherlich auch neue Sachen dabei sind. Und ehrlich gesagt macht es mir immer Spaß, es vorzulesen. Auch wenn das für euch wahrscheinlich alles nichts Neues ist. So, wie viel haben wir jetzt? 68, 70. Neues Level überleben. Da müssen wir dann mal gucken. Vor allem wegen, wie gesagt, hier wegen Scannerzeug, ne? Dem guten Inspektionsmodus. Den möchte ich auf jeden Fall dann upgraden. So. Bin schon fast verleitet, einfach alles gleich mitzunehmen, aber das ist halt so viel. Apropos, da kann ich gleich mal eine Frage stellen. Wie steht ihr dazu, wenn ich vielleicht, ne, ich frage das jetzt nicht, weil ich es vorhab, sondern weil es mir gerade einfällt. Wie steht ihr dazu, wenn ich manche Sachen offscreen machen würde? Wie zum Beispiel hier so Rohstoffe sammeln. Ne? So, dann würde ich offscreen würde ich hier einfach einmal durchrasieren und den ganzen Krempel einmal einsammeln, damit wir das zur Verfügung haben. Wär das was für euch oder wollt ihr lieber alles die volle Dröhnung im Let's Play haben? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie da so eure Ansicht zu ist. So. Weil ich will euch halt nicht langweilen, wenn wir hier ewig lange jetzt irgendwie Stroh sammeln. So, das ist jetzt halt echt nicht der spannendste Task. So. Deswegen frage ich da einfach mal nach. So, ein bisschen nehme ich noch mit. Ich würde sagen 200, oder? Nehmen wir 200 mit, dann haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Und Vorrat ist immer gut. Ich bin so ein furchtbarer kleiner Hamster, ne? Also, wenn ich irgendwie hamstern kann, hier so Ressourcen oder so, dann das ist wie so ein innerer Zwang. Das muss halt einfach, weißt du? So, wir haben es aber gleich. Wir haben es gleich. So, ein noch. Jetzt haben wir 201, das ist okay. Damit können wir leben. Und vor allem arbeiten. So, unser Hütchen ist ja zum Glück auch nicht allzu weit weg. Guck mal, da ist wieder der See. Kann nicht mehr reden. Jetzt das vierte Video, was ich heute aufnehme. Ich sage, ich bin nicht mehr so richtig in der Übung. Irgendwann hast du einen Knoten in der Zunge. Den Seeadler hatten wir, glaube ich, schon mal in die ewigen Jagdgründe geschickt, oder? War das nicht der? Hatten wir den nicht schon mal? Oder war das der, der abgehauen war? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, was knobsten können wir übrigens mal ganz kurz. Wo haben wir denn hier? Das hier, das reicht erstmal. Das genügt erstmal. Süppeln können wir gleich auch nochmal was. Aber jetzt bauen wir erstmal unsere Hütte weiter. Und dann müssen wir noch Steine rankarren. Aber wir sind ja gut dabei. So, dann hier oben einmal das Stroh rein.
Dann haben wir wenigstens das Dach schon mal. So. Der Hammer müsste übrigens exakt ausreichen, um die Hütte zu bauen. War zumindest meine Erfahrung. Oh, das ist der. Oh, war zumindest meine Erfahrung beim Testlauf, dass der Hammer scheinbar jetzt quasi exakt für dieses Haus reicht und danach ist er halt kaputt. Aber naja, den können wir ja schnell neu bauen, das ist ja kein Problem. So. Das Stroh würde ich dann auch gleich erstmal ablegen, weil natürlich, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Stroh dabei, war das schon alles? Aber am Ende macht es halt die Menge, ne? So, ich lege das auch erstmal hier hin. Wo haben wir es denn? Da, Stroh. So, na doch, sind 6 Kilo. Ist schon eine Menge. Dann gehen wir mal Stein holen. Da würde ich an der Stelle mal eine Spitzhacke mitnehmen. Welche ist denn hier? 94, 56? Nee, warte. So. Die Spitzhacke. Kann ich die direkt ausrüsten irgendwie? Nee. Dann packe ich die Spitzhacke mal gerade auf die 1. So, und dann gucken wir mal, ob sich das mittlerweile ein bisschen mehr lohnt hier mit dem Gestein. Ich weiß gar nicht, ob das respawnt. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. 2 Kalkstein und 4 Steine. Naja, okay. Ist jetzt nicht so der Wahnsinns-Hit, aber hey. Die Bronze-Spitzhacke hält zumindest ein bisschen was aus. 6 Steine. Okay, das ist schon ein bisschen besser. Erschöpft. Hier haben wir noch welchen. Und wir wiegen natürlich auch direkt wieder zu viel. Mit dem Kalkstein können wir dann, glaube ich, noch Dingens hier, ne? Die Hütte ein bisschen zukleistern, meine ich, oder? Liege ich da falsch? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß es gerade nicht mehr. Kommen wir hier? Ja. So. Die Bronze-Spitzhacke hält einiges aus, ne? So, jetzt muss er erstmal zurück. 16 Steine haben wir. Ich glaube, den Kalkstein, den lege ich mal eben hier vorne ab. Den können wir später abholen. Wo ist er? Kalkstein. Gut, so viel haben wir gar nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Warte. Nein. Ich drücke immer F. Kalkstein, wo ist er denn jetzt? Da. So. Ah, okay, so viel hat er nicht gewogen. So, dann schauen wir mal. Würde ich sagen, fangen wir mit der Tür an. Ja, da werden wir noch einige Male laufen müssen für den Stein, aber... Wobei, es geht. Ist das jetzt? Ja. Ist es, denke ich, in Ordnung. Und da haben wir direkt von Anfang an halt ein Steinhäuschen. Was ganz gut ist, denke ich. So, und da ist der Stein schon weg. Dann immer wieder... weiteren Stein holen. Können wir hier vorne? Ja. Genau, also was ich fragen wollte und jetzt nicht so richtig direkt gefragt habe, der Felsen, respawnt der? Also ist das irgendwann wieder voll oder ist es leer, wenn es halt leer ist? Holzschuppen 1 können wir jetzt bauen. Der ist erschöpft auf jeden Fall. Hier haben wir noch welchen. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Man da später dann nochmal die Spitzhacke ansetzen kann. Können wir hier auch? Ja. Wahrscheinlich übersehe ich jetzt sowieso die Hälfte. Boah, wir sind direkt wieder überladen. Aber immerhin können wir noch springen. So. Boah, maximal überladen einfach. Sind wir schneller, wenn wir springen? Ich glaube, ein bisschen vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich baue einfach mal direkt hier von außen. Da müssen wir nicht reingehen. Oh, jetzt haben wir aber doch diesmal eine gute Runde Steine mitgenommen gerade. Siehst du mal, geht doch relativ schnell tatsächlich. Die Spitzhacken sind uns da auf jeden Fall eine große Hilfe. Ja, wunderbar. Schau mal. Das wird doch alles. Warte mal, die eine Wand hier drin, die war... Genau, die war fast fertig. Dann können wir die gerade mal fertigstellen. So, haben wir hier drüben auch irgendwo Stein, den wir mitnehmen können. Guck mal hier. Können wir den... Geht das? Stein? Stock. Nee, Stock möchte ich nicht. Überstock und Überstein. Da liegen Steine rum. Aber ich möchte gerne welchen abbauen. Bist du abbaubarer Stein? Nein. Ich drücke übrigens auch die ganze Zeit C zum Ducken. Oder es funktioniert trotzdem nicht. Na komm, nehmen wir die Steine hier halt auch mit. Ich guck mal gerade. Fertigkeiten. Ist das hier Überleben? Ne, das ist Gewinnung. Kenntnisse in der Gewinnung. Ja komm, machen wir mal hier den einen Punkt erstmal hier. Überleben. Da haben wir mittlerweile 3 Punkte und hier war nicht hier irgendwo Überlebenskenntnisse. Na komm, ich mach erstmal den zum Freischalten. Stark wie eine Eiche, mehr Gesundheit. Erkennen von Stöcken. Ah ja, genau. Wunderbar.
das nehmen wir gleich mal mit. Trinkfest, Wasserläufer, Alkoholresistenz, Temperaturtoleranz. Mehr Gesundheit finde ich immer gut. Ah, ich setze nochmal hier einen Punkt rein fürs schnellere Lernen erstmal. So, können wir hier, du siehst... Ah, ja, sehr schön, schau mal hier. So. Mann, die Spitzhacke hält echt was aus. Ich bin ja richtig erstaunt. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben bisher meistens irgendwie immer nur mit Steinspitzhacken rumhantiert. Weil wir uns die anderen nicht leisten konnten. Oder die haben das echt angehoben. Ich meine, guck mal. Die hält richtig was aus. Wie soll denn das erst mit Eisen aussehen? Weil das ist ja nur eine Bronzespitzhacke in Anführungsstrichen. So, ich gehe gleich mal hoch, ne? Damit wir nicht wieder so rumschleichen. So. Ich glaube, reichen wird es noch nicht. Aber fast. So. Ah, Mist, ein Stein fehlt. Warte. Den einen Stein, den finden wir. Hier ist er. Das ist ein sehr, sehr schlauer Stein. Hallo? Hilfe? Ah, ne, da oben müssen wir ja auch noch. Naja, egal. Machen wir erstmal hier. So, dann brauchen wir hier noch 4. Dann brauchen wir 8 Steine noch, ne? Jawohl. 8 Steine brauchen wir noch. Da können wir ja auch mal ein bisschen abscannen. Holzstamm. Holzstamm? Habe ich die nicht hier vorne hingelegt? Ja, anscheinend da hinten hingelegt. Naja, gut. Ist nicht weiter schlimm. Komm, gehen wir wieder runter zu dem Spot und holen dann nochmal 8 Steine. Können wir hier? Ach, der ist schon erschöpft. Okay. Der ist schon erschöpft. Dann gucken wir mal hier. 100%. Ah, Moment. Kitzelt mich gerade. So, 6 Steine. Noch ein neues Level in Gewinnung. Boah, wenn der Felsen respawnen würde, ne? Das wäre ja genial. Da könnte man richtig abbauen hier. Richtig was aus dem Leib prügeln. So, der Hammer ist fast durch. Der wird wahrscheinlich gleich verschwinden dann, wenn wir hier fertig sind. So. Ich finde das mit dem Dekorieren echt ein nices Feature jetzt. Das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Dann machen wir uns hier ein richtig schönes Dörfchen. So, jetzt haben wir aber erstmal ein richtig schönes Häuschen. Kapitelquests. Kapitel sind eine Reihe von Missionen, die zu Beginn des Spiels erscheinen und die dich mit den wichtigsten Aspekten des Spiels vertraut machen. Sie leiten dich durch die ersten Phasen der Siedlung, des Siedlungsbaus. Durch das Abschließen von Kapiteln erreicht dein Dorf nach und nach höhere Entwicklungsstufen. Von diesen hängt die maximale Anzahl an Gebäuden ab, die du errichten kannst. Und das dürften ja jetzt ja schon einige sein, nehme ich mal an. Wieso tragen wir eigentlich die edlen Stiefel nicht? Weil wir die verkaufen wollten, glaube ich, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Federn haue ich auf jeden Fall schon mal rein. Und der Holzhammer lebt tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob ich diesmal irgendwas anders gemacht hatte als in meinem Testlauf, aber... Ich bin ein wenig überrascht. So, ich schmeiße hier erst ein bisschen Krempel rein, ne? Die Breitwegerichte, die behalten wir erstmal. Diesen Wein mache ich da nochmal rein. Alter, was? 1000? Das ist doch richtig was wert. Den müssen wir später verkaufen, wenn es geht. Ich weiß nicht, ob der schlecht wird, aber ich meine, es ist Wein. Eigentlich sollte der nicht schlecht werden. Aber 1000 ist schon ein ordentlicher Preis. Da müssen wir gucken, dass wir möglichst viel raushandeln können. So. Wie war denn das? Z war es nicht. Gott, welche das war? Das G? Wer hatte ich ja? Dorfpfeife. Ich weiß, dass ich eine Pfeife bin, aber hey. So, I ist Inventar. O, P. Ach, was? Es gibt einen Third-Person-Modus mit P? Was? Wie cool. Oh, man kann sogar rausscrollen. Das ist ja mega genial. Boah. Das ist ja super. Ich meine, wir sehen jetzt irgendwie nicht so spannend aus, um ehrlich zu sein. Aber hey, warte. Hier steht er vor euch. Der stolze Besitzer eines neuen Hauses. Schön. Ja, cool. Feiere ich gerade mega, dass es geht. War's N? N sieht schon besser aus, Verwaltung. Alles klar. Wir können gerade 10 Gebäude errichten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall mehr als normalerweise. Ich glaube, müssten 5 sein, glaube ich, ne? Normalerweise. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Warte mal. So. Fertigkeiten. So, Gewinnung. Genau. 1 mit der Erde. Was haben wir denn hier? Langsamer. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Spitzhacken ist immer sehr gut.
Ja, es stellt sich die große Preisfrage, was bauen wir als nächstes? Was ist das da unten im Wasser? Ich glaube, es ist ein Hirsch, Reh, irgend sowas, glaube ich. Ja, es lebt auf jeden Fall. Okay, schauen wir mal. Können wir schon so eine Standfackel bauen? Gebäude. Nee, warte. Dekorationen? Beim Lagerfeuer ist es auf jeden Fall nicht. Blumentöpfe, was? Tische, Beleuchtung. Standfackel. 500 in Techno. Alter, warum ist denn nicht so teuer? So eine Kack-Standfackel. Wir können auch eine Fackel in der Hand halten. Warum ist die denn so teuer? Ein Stock, Leingewebe, Stein und Leingarn. Das ist, also, finde ich jetzt irgendwie mega teuer für so eine normale Fackel halt irgendwie. Aber naja, gut, verschiedenes. Okay, ja, Zielscheibe, bla. Okay, sehr schön. Zäune. Oh, es gibt, glaube ich, neue Zäune, oder? Steinmäuerchen. Ist ja niedlich. Den haben wir freigeschaltet. Müssten wir nur kaufen. Okay. Ich würde gerne zuallererst Leute ins Dorf holen. Da wäre es wahrscheinlich angebracht, wenn wir erstmal irgendwie ein Lager oder sowas schon mal haben. Gebäude, Gewinnung, Häuser, Jagd. Wann können wir eigentlich das Größere bauen? Oh, schon bald. Das ist gar nicht so weit entfernt. Jagd, Jagdhütte, die können wir machen. Landwirtschaft, Scheune, das kommt noch. Tierhaltung, ja gut, Tierhaltung ist Tierhaltung, das kommt dann. Produktion, hier können wir noch gar nichts machen. Dienstleistung, Marktstand und Bauhütte. Aha. Ein Diener arbeitet hier bestimmt und reparieren ausgewählte Gebäude. Oh, das ist ja cool. Hier können wir Sachen verkaufen, dann liefert Münzen, wunderbar. Lager. Materiallager. Ein Lager. Alle nicht verderblichen Rohstoffe, die von den Arbeitern gesammelt wurden, werden hier gelagert. Alle Lager desselben Typs teilen sich ein Inventar und vergrößern es gemeinsam. So, würde ich sagen, kann man... Oh, wunderbar, man kann es jetzt von sich wegschieben. Dann würde ich das Lager tatsächlich, würde ich glaube ich hier so beim Weg hinstellen. Ich glaube, das ist gut. Hier einfach beim Weg, ne, weil hier haben wir sowieso schon Sachen hingeschmissen. Das ist dann direkt bei uns in der Nähe. Oh, ich sollte das Hut mal wieder einschalten. Der Hammer. Jetzt brauchen wir erstmal 10 Holzstämme. 2 haben wir hier noch zu liegen. Wir brauchen gleich vor allem erstmal einen neuen Hammer. Ich würde, glaube ich, erstmal in der Richtung roden, in der wir sowieso... Können wir noch eine neue Axt bauen gerade? 10 Stöcke, 2 Steine. Steine sollten schon mal kein Problem sein. Nehmen wir hier gerade mal ein bisschen was mit. Wir brauchen noch dringend eine neue Axt. So, 7, 9. Dann nehmen wir hier noch so einen mit. Und dann noch 2 Steine. 2 Steine. 1 Stein, 2 Stein. So. Gleich nochmal eine neue Axt. Denn jetzt werden wir auf jeden Fall ein bisschen was abroden hier. Und wie gesagt, würde ich direkt bevorzugt erstmal hier oben machen. Weil hier würde ich dann das Dorf nach und nach etablieren wollen. Also wären die Bäume hier oben sowieso im Weg. So. Jetzt reißen wir hier erstmal alles aus dem Gemüse. Bitte nur nicht den Abhang runterfallen. Das war die Axt. So. So. Ich nehme mal mit. Hallo? Hilfe? Hallo? Hallo, Hilfe. So. Da, hier ist eine Alpha-Wand irgendwie. Ich komme da nicht durch. Hä? Hallo, Hilfe. Hä? Warum ich denn... Irgendwie ist hier so eine komische Alpha-Wand gerade gewesen, wo ich nicht durchkam. Sehr mysteriös. So. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Mal gucken, wie viel wir mitnehmen können. Das waren, glaube ich, alles gerade Ahornbäume. Aber wir haben zum Glück Platz im Inventar. Wir hatten zum Glück Platz im Inventar. Und müssen... wir müssen dringend was trinken, sehe ich gerade. Sekunde. Da müssen wir nochmal ganz kurz die lange Lechzzunge hier einmal in den Fluss reinhalten. Was ist das da? Hä? Was war das? Ach so, ach, das war der Felsen. Können wir hier nicht... die Axt weglegen? Jetzt geht's. Weiß nicht, ob es an der Axt lag oder ob der Spot einfach doof war gerade. So, wir müssen da hinten irgendwo hin.
Können wir noch einen neuen Hammer machen gerade? Ja, wunderbar. Komm, machen wir nochmal schnell den Hammer. Dann sind wir nämlich auch ein bisschen gewichtlos. So. So einfach geht das. Wenn man abnehmen möchte, einfach einen Hammer herstellen, dann nimmt man ab. Und wenn man zunehmen möchte, dann muss man mich nur angucken und dann nimmt man automatisch zu. So. Damit reicht das Holz schon mal für das Fundament und ein bisschen mehr. Sehr, sehr schön. Ich glaube, hier war es auch so, da konnte man nichts austauschen, ne? Achso, wir müssen erstmal... Mist. Wir müssen erstmal den Rohbau fertigstellen. So. Und dann nehmen wir gleich den Ahorn hier mit. Den guten Ahorn! Eine Schaufel konnte man, glaube ich, nicht im kleinen Inventar hier herstellen, oder? Doch, da Holzschaufel. Zwei Holzstämme. Dann würde ich vielleicht sogar gleich mal dazu neigen, hier ein bisschen was aus dem Boden zu holen. Eine Holzschaufel. Dann machen wir die Stumpen hier weg, weil die brauchen wir hier tatsächlich nicht. So, die Holzschaufel. Mache ich auf die 4. Und dann holen wir hier gleich mal dich raus. Geben wir gleich noch ein paar Holzstämme dazu. Dann holen wir dich raus. Hinfort mit den Stümpfen. Und irgendwo müsste hier noch Lehm in der Nähe gewesen sein, ne? Wenn es das noch gibt. Damals, in der ersten Season, gab es hier auf jeden Fall Lehm. Irgendwo, warte, hier ist der Fluss. Irgendwo da muss das gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich frage mich, ob es das noch gibt. Das wäre natürlich auch nice, wenn wir da direkt noch ein Lehmvorkommen an der Hand hätten. So. Ja, komm. Dann nehmen wir den Fichtelstumpf hier auch gleich noch mit. So. Kann es sein, dass Federn nur von Fichten runterfallen? Weil wir haben gerade Federn bekommen, aber wir haben insgesamt, glaube ich, gerade nur 8 gehabt oder so, obwohl wir schon einige Bäume vorher umgenietet hatten. Kann es sein, dass man die nur von Fichten bekommt? Wenn ja, dann würde mich echt mal interessieren, warum. Weil irgendwie kommt mir das nicht so logisch vor, aber naja gut. Who am I to judge? So. Flechtwand. Okay, das sind wirklich alles Flechtwände. Hier können wir gleich noch ein bisschen was reinhauen. Da können wir also die Materialien nach wie vor nicht austauschen. Da haben wir noch einen Holzstumpf. Machen wir mit hier. Ja, dann machen wir gleich mit dem hier weiter. Da können wir hier nebenbei halt echt schon mal schön vorbereiten und Platz schaffen für die Gebäude, die dann hier folgen. Boah, Alter, der Sound gerade. Der war sehr intensiv. So, halt. Du bleibst schön hier. Brauch dich noch. So. Ja, dann bist du gleich der Nächste. Ich finde das gut, dass hier so viele Ahornbäume sind. Die liefern uns nämlich ordentlich Holz. Das wir sehr gut gebrauchen können. So, mitgenommen. So. Und jetzt ist hier wieder der Opa unterwegs. Ich hatte ja, wie gesagt, überlegt, ob ich das mit dem unbegrenzt Tragen aktiviere. Aber, weiß ich nicht. Ich würde mich damit irgendwie halt nicht wohlfühlen. Das wird mir irgendwie falsch vorkommen, wenn wir hier mit, keine Ahnung, 20 Tonnen Holz durch die Gegend rennen. Das halt, irgendwie macht das halt unrealistisch. Und weiß nicht. Irgendwie, So. Hier hatten wir angefangen. So, das haben wir. Da oben brauchen wir wieder Stroh. Das können wir dann machen. Jetzt machen wir erstmal hier. Blaue Stöcke müssen wir dann auch nochmal holen. Ja, müssen wir. Die Stöcke. Ne, warte mal. Ich drömel hier erstmal. Müssen wir was essen? Ich drömel hier gleich erstmal noch ein bisschen Holz rein. Lohnt es sich? Ja. Hauen wir uns das Fladenbrot mal zwischen die Kiemen. Ich hole gleich mal die Stöcke aus dem Lager. Irgendwo müssen wir da noch welche gehabt haben. Da können wir die erstmal verbrauchen. Aber wir sollten erstmal etwas Holz loswerden. Also die großen Stämme. So. Ach, da ist ein Fenster drin, deswegen braucht es da nicht so viel. Ich finde es schade, dass man hier die Wände nicht selber definieren kann. Das wäre irgendwie noch cool. So, haben wir. Dann gehe ich mal ein Stöckchen holen.
Entschuldigung. Achso, hier, die Baumstümpfe können wir auch nochmal rausholen dann übrigens. Mach ich mal gleich. So, damit wir auch wieder schön viel wiegen. Holen wir gleich mal hier die Stümpfe raus. Die Schlümpfe aus ihrem Dorf. So, nein. Soll ich die Tür gerade mit F öffnen? So, Stöckchen 67. Nehmen wir mit. Ist mal wieder etwas langsamer, aber es geht noch. Ich weiß immer noch nicht, ob man mit Springen jetzt schneller ist oder nicht. Ist, schwierig herauszufinden. Was bist du denn? Was, gerade ein Biber? Nee. Ich konnte gerade nicht genau erkennen, was das für ein Tier war. So, warte, wo ist der Hammer? Hier ist der Hammer. Mal gucken, ob wir mit dem einen Hammer hier das Ganze fertig kriegen. Ich zweifle gerade noch so ein bisschen daran. Weil wir auch noch die ganzen Dächer vor uns. Wofür wir genügend Stroh haben übrigens. War ganz gut, dass wir jetzt noch da ein bisschen mehr mitgenommen haben. Da sollte das auf jeden Fall dann reichen. So. Es ist schon sehr, sehr stockintensiv hier alles. Aber ich bin froh, ehrlich gesagt, dass es vorwiegend Stöcke kostet. Entschuldigen Sie bitte, würden Sie sich mal bitte an die Nachtruhe halten? Pass mal auf. So. So macht man das. Genau so und nicht anders. So. Mann, 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 ey, immer diese Nachbarn hier. Haben ein Benehmen, weißt du? Komm hierher. Denken, die können hier fett Party machen. Wo wir hier einfach nur unsere Ruhe wollen. Nichts anderes. Einfach nur unsere Ruhe. Aber nein. Nachbarn müssen herkommen und rumgrölen. So, wir brauchen mehr Holz. Ich würde, glaube ich, jetzt mal schnell hier noch hinten einen Baum umnieten. Was haben wir hier? Einen alten Fichtel. Ein Ahorn. Komm, hier den immer mit. Und ich nehme den Stumpf hier auch mit. So, Stumpf. Hallo, du bist... Doch. So. So. Dann haben wir auf jeden Fall, denke ich mal, genügend Holz dabei. Strom müssen wir noch holen, fällt mir gerade ein. Das nehme ich auch gleich mal mit. So. Dann haben wir das in der Tasche. Und dann könnte es reichen, wenn wir Glück haben. Muss ich nur den Hammer finden. So. Wo waren wir denn eben? Waren wir hier an der Wand? Ich weiß es gerade nicht mehr. Glaube schon. Die Stöcker werden halt echt knapp. Ich weiß nicht, brauchen wir fürs Dach noch Stöcker? Ja, brauchen wir. Dann müssen wir eventuell gleich nochmal ein paar Stöcker holen. So. Na, komm hier. Nee, die brauchen keine Stöcker. Nur Holzstämme. Und ich hoffe, die reichen. Aber wahrscheinlich werden sie nicht reichen. Aber dann nehmen wir halt noch einen Baum mit. Ist ja nicht weiter schlimm. So. Und da war der Hammer weg. Sehr schön. So, wir brauchen mehr Stöcker. Natürlich. Guck mal hier. Hier haben wir die schönen Zweige. Neues Level Überleben. Ja, wunderbar. Es geht schon fast ein bisschen zu schnell, ne? Habe ich vielleicht doch ein bisschen übertrieben. So, okay, dann nehmen wir auch gleich noch den Baum hier mit. Den Platz hier oben beim Weg werden wir wahrscheinlich auch brauchen, damit wir da einfach irgendwie, ja, irgendwelche... Wir können schon... Vielleicht wirklich ein bisschen sehr schnell eingestellt gewesen, aber naja, gut. Immerhin haben wir dann die Rezepte, das ist auch ganz gut. Dann können wir theoretisch die Sachen bauen. So. Oh, wir stinken. Da müssen wir demnächst mal was unternehmen. So, warte, ein Hammer. Sehr schön, sehr schön. Neues Level Herstellung. Mann, Mann, das geht echt schnell jetzt auf einmal. Vielleicht habe ich da doch ein bisschen zu sehr übertrieben. Wobei, ich habe jetzt die Werte tatsächlich gerade nicht mehr genau im Kopf. Was habe ich gesagt? Ich glaube, normale XP waren, glaube ich, 300%. Nee, 250, sagte ich, glaube ich, ne? 250? Dann 200% bei den Technologien und 150% bei der Dynastie-Reputation, glaube ich, ne? Ich meine, so in dem Dreh war das.
Habe nicht damit gerechnet, dass es so viel ist. Es sei denn, die Entwickler haben selber auch noch ein bisschen angezogen. Das kann natürlich auch sein, dass sie, keine Ahnung, das einfach angehoben haben. Oh, wir sind fertig. Materiallager steht. Ja, nice. Oh, jetzt muss ich erstmal Kiste gucken. Oh, was, 1000? Waren das nicht 500 früher? Also ich meine, ich will mich da nicht beschweren. Das ist wunderbar. So, gegen mehr Platz habe ich grundsätzlich nie was. Packe ich erstmal. Ne, wobei, das Stroh behalten wir mal erstmal. Weil wir werden ja auch noch weitere Hütten bauen. Aber jetzt haben wir schon mal das Materiallager. Das ist sehr gut. Ich finde auch diese Schildchen hier schön, die wir jetzt hier haben. Da kannst du halt direkt dann drauf zugreifen. Das ist sehr, sehr angenehm. Zustand 100%, Kapazität, ein Lager, bla bla. Kennen wir schon. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Dich nehme ich auch noch mit. Nein. 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 Ja. So. Ein paar der Stümpfe können wir hier auf jeden Fall mitnehmen. Auch die hier. Na. So. Da, wo wir halt... Na, jetzt hier. Da, wo wir halt wissen, wo wir sowieso dann bauen wollen, da sind die Stümpfe halt sowieso nur im Weg. Und von dem her, ja. Können wir die ruhig mal einpacken. So. Sehr, sehr schön. Es wird ja langsam. Es wird ja langsam. Die eine Spitzhacke, die wir noch dabei haben, werde ich jetzt hier übrigens mal wieder hinschmeißen. So, weil die brauchen wir gerade nicht mehr. Fertigkeiten. Maultier. Du kannst 5 Kilogramm mehr tragen. Ihr wisst Bescheid. Es gibt nichts anderes, was ich hier nehmen könnte. So. Überleben. Trinkfest, Wasserläufe. Ach, das waren die Sachen. Überleben. Langsamerer Nahrungs- und Wasserverlust. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja, komm, nimm mir erstmal das hier. So, dann haben wir hier noch 2 Punkte. Handwerkliches können Baumeister. Langsamer Haltbarkeitsverlust bei Hämmern. Das ist okay. Verputzen von Gebäudewänden. Das nehme ich mal schon mal mit. Kochwissen, mehr Erfahrungsgewinn bei der Arbeit in der Küche. Und bei der Näherei. Kochexperte, schnelleres Herrschen. Ja, schneller müssen wir nicht unbedingt. Wir haben es ja schon relativ schnell. Schnelleres Handwerken. Ich nehme erstmal Kochwissen mit, damit wir da ein bisschen mehr EP abgreifen können. Technologie. So, da sind wir mittlerweile beim einfachen Haus angelangt. 0 von 6 gekaufte Schemata, die können wir uns gerade eh nicht leisten. Grabungsschuppen, bla bla. Das geht auch echt weit, ne? Materiallager 3, 10.000 Punkte, das ist schon eine Ansage. Da brauchen wir noch eine Weile, bis wir da ankommen. Fischerhütte 2. Steuernfähig, Kuhstall, Bienenstock. Ich glaube, der ist auch neu, oder? Windmühle. Boah, was? Windmühle? Boah, geile Sache. Die will ich auf jeden Fall haben. Näherei Markstall, Schenke. Schenke, die konnte man früher, glaube ich, früher bauen, oder? Bin ich jetzt gerade durcheinander? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich meine, die konnte man früher bauen. Alter, was es auch alles gibt mittlerweile. Junge, 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 Junge. Pflaumenwein. Met. Das müssen wir auf jeden Fall, ne? Da wisst ihr Bescheid. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Dann würde ich sagen... Oh, ich habe so eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Muss ich gerade mal ausprobieren. So, leg mal deine Schaufel ab. Das hat aus. Oh, hier sind Eier. Ei. Oh, die lasse ich erstmal. Vielleicht kommen wir da später drauf zurück. Ich will nicht springen, keine Sorge. Ich will was ausprobieren. Können wir? Es sieht leider doof aus. Ich wollte so ein Panorama-Shot machen, aber das funktioniert leider nicht. Schade. Hätte ja klappen können. So. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll für einen schönen Abschiedsscreen gerade. Doch, hier irgendwo. Ah, hier irgendwo ist, glaube ich, ganz nett. Warte. So. Da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder übermorgen um 15 Uhr in einer neuen Folge. Ich bin sehr gespannt, wie sich unser Dörfchen hier entwickeln wird. Ja, dann habe ich da auch nicht mehr zu sagen. Warum hörst du mir denn gerade noch zu? Ich habe sowieso nichts Interessantes zu sagen. Ich sitze hier nur und beobachte den schönen Fluss. Okay, so, vielen, vielen Dank und bis übermorgen um 15 Uhr. Tschüss.